Abbauen, abbauen, Zwerge! Hauptmann hier, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Was? Alien Eye, okay. Neuen Folge, Deep Rock Galactic. Aua, warum nehme ich schon so viel Schaden? Weil dann Säurespucker an der Decke hängt, au. Gibt's dahinter irgendwas? Flammenwerfer, Mann, helfen Sie mir! Eventuell, kommt drauf an, was ist falsch? Ja. Eine Runde ausgeben? Ja, da bin ich dabei. Ja. Mehr Nitra, mehr Nitro. Ja, weißt du was? Wir machen hier erstmal her. Komm, lass mich da doch ran, du. Okay. Where is that damn you? So, da ist eine Mauer. Jep, oh Gott, ein Loch aber hier. Weiß nicht, ob ich mich da durchbauen will. Außer ich muss natürlich, aber. Aha. Wo ist ein Fossil? Oh, hier ist Gold. Ah, ja, wie du sagst. Erstmal die Laufe totschlagen. Was passiert denn hier? Gold abgeben. Da kommen Viecher raus, aufpassen. Upsi dupsi. Dafür ist der Flammenwerfer einfach super. Ja. Und zum Teammates anzünden. Zerstörer. Destroyer. Wir sollten erst den töten und dann das Ei da rausklauen. Ja. War so auf jeden Fall ein bisschen laut. Okay, erst down, ja. Aber da oben ist ein Fossil, Jens, wenn du da rankommst. Da falle ich aber relativ tief. Da. Wo ist es? Wir haben noch einen Destroyer. Da ist ein Gegner, da wo ich gerade hingepinkt habe. Da klettern noch Gegner an der Decke rum. Geh da drüben. Wo ist denn das Tier ungefähr? Ich hab's nochmal angepinkt. Aber versuchst halt auf dem Ding drauf zu landen. Solltest du dann überleben? Die Plattform da unten auf dem Boden? Ja. Krieg ich da keinen Fallschaden? Eigentlich habe ich das Upgrade gekauft, dass sie Fallschaden reduzieren. Okay. Und da oben ist nichts. Ich hab nichts zum Vermeiden gesagt. Sag doch reduzieren. Ja. Ich hol mal den Jule. Wollen wir uns doch mal das Ei holen, wo da ist? Oder? Ja, warte. Einen Moment. Und das ist irgendwann der Decke. Was ist hier genau? Ah, hier. Genau da. Nur mich nicht wieder an. Ich tue das voll. Da oben ist ein neuer Granatwerfer. Ja, schaut sick aus. Den gleichen Skin habe ich jetzt auch. Cool, ich benutze den Pipi gesagt nicht. Oh, hey. Warum haust du mich? Okay, ja, wir haben schon ordentlich von den Fossilien gesammelt. Müssen wir auf jeden Fall locker zusammenkriegen. Oh, hier unten ist eine Höhe. Viecher inbound. Oh fuck! Jo, wir haben Bismo gefunden, ey. Gut, das müssen wir nachher holen. Upgrade-Komponenten braucht man immer. Sorry, du bist reingesprungen.
Alter, die Axt, das sieht geil. Hinter uns. Welle vorbei, oder? Jo, und hier drüben gibt's gleich den nächsten. Du hast das Bissen nur eingesammelt, oder? Ja. Ja, schön. Hier noch Gold. Ruft ihr das Ding gerade die ganze Zeit weg? Ich hab das jetzt einmal gerufen. Du bist doch der, der es mir immer vor der Nase wegruft. Destroyer. Oh Gott, ich hab das Ei schon rausgebohrt. Perfektologie, hätte ich gesagt. Da kommt von oben nochmal so ein Roller runter. Ja. Ich glaube, ich brauche mich nicht meinen Flammenwerfer. Wo ist das hin? Ja, egal. Das ist schon kaputt. Ich habe Roll, da ist er. Hier ist, by the way, eine Wand. Oh, guck mal her. Was haben wir denn da? Eine von den Herren. Warte, ich guck's da. Wo ist die Perle hin? Hab ich die jetzt weggebohrt? Ich hab die hier. Achso. Okay, ja, sorry. Ja. Ich hab mich gerade durch ein Loch gebohrt, ich war verwirrt, okay? Kleine Viecher. Ich hab ein kleines Barbecue veranstaltet. Okay, gut, dann mal... Wow, what the fuck? Ich bin voll weggebounced. Okay, gut, dann mal hier lang und... Oh, Nüsse! Boah, wir haben schon das Meister. Nest. Gold. Das gute Gold, das gute Gold. Aber wofür braucht man eigentlich diese Nüsse? Und so Zeug? Wahrscheinlich auch irgendein Upgrade-Material. Nein. Nein? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann auch nur irgendwie Bonusgeld oder so. Soll ich das Ei rausholen? Ich kann's rausholen, kein Thema. Wenn ich nicht festhängen würde, wie ein Idiot. Also, an woran hänge ich denn? Kann mir jetzt noch eine Sekunde. Oh. Das ist aber nur die andere Seite von... Gleichen Nest. Aber hier ist noch Gold. Kannst du deine Plattform einstellen? Ich hab's gefunden. Oh, da unten, okay. Okay, alles nachladen. Oh, 69 Beschuss. Ersatzmunition für Pistole. Nice. Sind die Viecher. Wahrscheinlich in die Richtung. Hier ist ein großer Raum. So, ja, und Arco, du sollst dich mal wieder heilen, gell? Ich bin seit Anfang an zu low, als ich von oben runtergeflogen bin. Ja, aber es liegt doch überall Heilung rum. Die sehe ich vor lauter Material ja nicht mehr. Na, kommt ihr hier hoch? Hier oben geht's zum nächsten Ei. Komme. Ich brauche noch ein Fossil. Ich habe zwei. Cool. Oh, geht's. Ist hier das nächste Nest schon? Und ist auch gleich da. Also wenn ich mich hier durchbohre, ist dieses Nest. Ja, ich habe zwei gefunden. Hardy. Komm, Jul, stell dich hin. Perfekt. Gehst du hier noch durch? Ah, hier geht's zurück in die Haupthöhle, glaube ich. Ja. Yep.
Guck mal, was da. Oh, Salz! Leute, ich hab die Salzminen von LOL gefunden. Wie war das mit dem neuen Salz-Champion? Ich bin da immer noch für. Au! Ich hab ein Fluchviech gegrillt. Da oben wäre noch ein Fossil, weil es eine Lust hat. Aber muss nicht sein, wir haben sie ja. Ja, ja, ich bräuchte eine Plattform. Und zwar drunter, nicht am Boden. Soll ich mal einen Knopf drücken? Ah ne, wir haben das. Ob, warum hier so ein lila Zeug ist. Knopfen Sie den Drück. Ich knopfe den Drück. Smooth as always, Team. Drop pod is on the way. Smooth as always, ja, ja. Taxi, Start. Alter, bohrt sich hier gerade irgendwas durch die Wände? Ja, die Viecher. Da ist noch Gold, falls einer Interesse hat. Ich komme eh nicht hoch. Gold. Drop pod has arrived. Retrieving the mule. Was ist denn der Drop-Pod ganz? Ja, ne, 50 Meter, okay, das schaffen wir ja locker. Ja, das war ja ein Rundgang. Jo, das ist schon hier. Kann ich hier noch irgendwo abbauen? Theoretisch. Da ist es Viech. Yeah. Kein Ding, Sprecher, kein Ding. Dafür, dass wir immer die Fässer irgendwo reintreten, müssen wir auch mal arbeiten gehen. Ich schlag die Würfel. Ich finger die Würfel. Ja, komm jetzt. Alter, wie das Ding bei Patrick immer am Stellen. Lassen Sie das. Okay, Friendly kommt, Leute. Fire. Oh, fuck. Oh, Mann. So, Klappe zu. Er hat die Salzminen verlassen. Ja, Mann, perfekt. Das war alle diese. Ja, ich bin Level 3, ich gebe ein Bier aus. Nur noch Zeit. Hefezapfen. Aber für irgendwas müssen die Dinge ja gut sein, diese Hefezapfen, Stärkenuss und Gerstenbiene. Oder Birne? Birne, glaube ich. Biene war es nicht. Was machst du aus Hefen und Gerste? Bier? Genau. Oh, finde ich gut. Level has been upgraded. You've been granted access to new regions of Hoxies. Congratulations, Miner. Ah, oh, cool. Yeah, ich will immer noch eine Energy Drink Quelle. Aber Jungs, es gibt Bier. Tempo. Bestell eine Runde, und zwar bestelle ich eine Runde. Ich gebe einen aus. So. Komm, ich bin Schwabe. Ist kein Schwab, du Arsch. Billigfuse. Alter, dieser Wackelzwerg. Ja, Mann, ich weiß, das ist geil. Leaf Lovers. Moment mal, wir trinken Baumkuschlerbier? Ja, eben drum, du. Baumkuschlerbier, ist geil. Ah.
auf den Bot. Dancen! Can't stand still with this. Okay, ich will den anderen Dance machen. Ach komm, Alter, jetzt soll Chatbang, Mann, und jetzt macht er so ein. Ja, Mann, Alter, so tanzt man zu Metal. Oder Rock oder was auch immer. Okay, also, ja. Ich glaube, das ist eine kurze Folge. Hm. Ich gucke noch kurz nach den Upgrades. Vielleicht kann ich was Cooles kaufen. Okay, wie kurz war die Folge? Ja, 15 Minuten, aber eine neue Runde. Je nachdem, wenn die wieder 20 Minuten oder länger geht, wieder so eine arschlange Folge. Immer so blöd. Ja, die musst du dann einfach irgendwie nach 5 Minuten abbrechen und dann müssen die Leute die nächste Folge anschauen. Ja, weißt du, wie assi das ist? So weiter bin ich nicht, Mann. Oh. Er ist nicht so einer. Nee, Mann. Dreifach gefilterter Kraftstoff, feuerfrei. Hitze plus 20, plus 10. Klingt eigentlich gut, ja. Ich will das mal ausprobieren. Dann sollte ich aufhören, mein Mikrofon zu touchen. Schneller nachladen auf der Pistole oder mehr Mumpe mitnehmen? Mehr Mumpe mitnehmen, hätte ich gesagt. Kann das sein, dass... Just a mod for me. Patrick, komm auch vor zur Ausrüstung. Kann das sein, dass das der Skin von dem Teil, wo hier vorne liegt, der Skin ist, den wir gefunden haben? Der Ausrüstung? Bin mir da nicht ganz sicher. Nee. Das ist Plattformgewehr. Ah, okay. Ich muss noch kurz coole Sachen kaufen, optische. Leute, habt ihr schon gesehen, dass ihr Perk-Punkte haben müsstet? Perk-Punkte. Ja, Mann, ich will eine Schädelkappe. Könnte Perks kaufen. Einen aktiven und einen passiven. Kaufen. Verkaufen. Wo kann ich kaufen? Aber ich muss sagen, mir gefällt der Mark 3 Bohreranzug richtig gut sogar. Puddy. Den Bildschirm bei dir im Zimmer. Mir gefällt der Mark 2 Anzug sogar gar nicht. Ja doch, der Rucksack ist immer cooler. Gut, ich kaufe den Mark 2 Anzug. Perk-Punkte? Nee, habe ich noch keine. Da muss man gucken, bei Meilensteinen müssten welche erreicht sein. Ah, die kann man alle annehmen. Und dann nimmst du das und dann hast du da Punkte. Ja, okay, ich habe ein paar. Was muss man machen? Wo? Du gehst zu dem Monitor in deinem Zimmer und alles, wo unten die Leiste voll ist, wo Sterne dran hat auf dem Bildchen, kannst du einmal mit Linksklick anklicken und dann bekommst du ganz viele Punkte. Und dann oben der dritte Reiter Perks und dann kannst du dir viele Sachen kaufen. Ah, okay. Weltart. Kann man das alles freischalten? Ja, ich glaube, die Perks bleiben nämlich bestehen, wenn du, LOL, wie geil. Durch die Kraft der Freundschaft bekommst und verursachst du 50% weniger Schaden durch Teambeschuss. Das lerne ich. Ja. Übel geil. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Aber ich kann immer nur ein aktives und ein passives mitnehmen, gell? Ja, und durch eine Beförderung, schaltest du dann einen zusätzlichen frei. Geschärfte Sinn okay, oder Feldarzt? Alter, höllisches Wiedersehen. Wenn du drauf gehst, dann machst du so eine Pulsexplosion. Ja, gut, du willst aber versuchen, nicht drauf zu gehen. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich glaube, Feldarzt, das hat mir überhaupt jemand wiederbeleben. Ja, ab und zu halt mal. Soll ich's mal nehmen, wenn ich eh da bin, der die Leute abfackelt?
Ja, komm, ich nehme mal Feld aus. Ich bin gerade auch schon am Überlegen. Feld aus ist generell gut. Für den Instant Revive. Allgemein allein für das Passive schon. Ja, und freundlich. Ich weiß nicht, braucht nur einer freundlich? Nee, nee, das ist nur für dich dann. Ja, aber wie ist denn das dann, wenn beide das haben? Weil das, du bekommst weniger Damage und verursachst weniger Damage. 2x50%. Zählt es als 100 oder es kommen dann 50% bei dir an und du reduzierst es auf 25%? Eher so. Eher so, glaube ich, so. Ja. Ja, dann nehme ich das auch mit, weil ja, dann lohnt sich das für jeden. Ja. Ich bin eh der Flammenwerfer, Mann, ich nehme es auf Kurs mit. Ja, das wäre sehr freundlich. Ja, sag ich doch, freundlich. Ja, ja, so. Was ist denn die Voraussetzung für die zweite Seite? Muss man die erste drei freischalten? Drei. Aber ich kann trotzdem nur ein passives und ein aktives dabei haben. Aber wenn es von deinem passiven eine zweite Stufe gibt, kannst du das mitnehmen. Zum Beispiel. Ich glaube, von freundlich gibt es keine zweite Stufe, von dem her. Nein. Nee, Feldarzt auch nicht. Ja, gut. Doch, von Feldarzt schon. Von Feldarzt gibt's 4 Stufen. Einen Moment, dann müssen wir das doch nochmal anschauen. Hä, wie kann ich das dann upgraden? Da muss ich ja in den zweiten Baum rein. Ja. Ja, aber ich muss trotzdem erstmal eine dritte, Ding. Ja, gut, du musst einen freischalten, aber... Ja, ich dachte, ich könnte es dann upgraden und in den nächsten Baum oder so, weißt du? Nee. Ja, komm, was nehmen wir denn dann? Gut, dann muss ich es nur noch mal kurz anpassen. Nämlich Feldarzt 2 nämlich auf jeden Fall mit. Ach, Feldarzt 2 ist schon automatisch ausgerüstet, okay. Okay, ja gut, aber was dann mit dieser Folge? Mit dem Schwabenbier. Und drei Zwergen, die gerade irgendwie von jedem außer mir in seinem Hauptquartier ist und sich irgendwelche Dinge reinzieht. Wahrscheinlich Pornos, aber ich will es gar nicht so genau wissen. Von dem her sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von The Witcher. Ach, Moment mal. Deep Rock Galactic. So rum war's. Entschuldigung. Wegtreten. Hauptmann out.